Hey Leute, für nur 230 Euro verspricht Samsung, dass das Galaxy A51 eigentlich genau das ist, was man von einem Samsung-Smartphone bzw. sogar von einem Galaxy S20 in 2020 erwarten kann. Ob das allerdings wirklich stimmt und ob das Galaxy A51 eine wirkliche S20-Alternative im günstigen Preissegment oder doch eher ein kompletter Reinfall ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Fangen wir doch, wie eigentlich immer, ganz klassisch an, mit dem Design. Und das ist ganz klar Geschmackssache. Denn zum einen sieht das Handy vor allem mit dieser in Dreiecken sortierten Rückseite einfach schick aus, liegt trotz 6,5 Zoll Display überraschenderweise echt okay in der Hand und man merkt beim Design einfach auch ganz klar, dass man das Handy auch eindeutig mit der S20-Reihe verknüpfen kann. Nur der Kamerahobel ist zum Glück nicht ganz so hoch. Im Gegensatz zu den eben erwähnten Geräten haben wir hier aber leider nur einen Monolautsprecher auf der Unterseite, welcher zwar nutzbar klingt, aber auch nichts Besonderes ist. Das hier hat mich allerdings echt überrascht. Ein Klinkenstecker. Ich mag das Ding einfach immer noch. Zwischen Lautsprecher und Klinkenstecker finden wir dann noch USB-C und auf der Rückseite leider kein Wireless-Charging. Schade aber auch. Aber gut. Drehen wir das Handy dann auch auf die Vorderseite, haben wir dort ein Galaxy S20. Also wirklich, dieses Handy erinnert einfach so unfassbar stark an Samsungs Flaggschiff-Modelle, dass es echt nicht mehr feierbar ist. Mit den dünnen Displayrändern ohne Edge-Display, okay, der Lochnotch oben in der Mitte, die von manchen Blickwinkeln echt irgendwie seltsam aussieht, und auch von der Qualität her muss sich das A51 echt nicht vor seinen großen Brüdern verstecken. Das Display ist mit Full HD ausreichend scharf, dank AMOLED sind die Farben kräftig und meiner Meinung nach auch echt schön, und auch die Helligkeit kann für den Preis echt überzeugen. Nur die Blickwinkel werden ab einem bestimmten Grad echt nicht wirklich ansehnlich. Auf dem Display wird aber natürlich eine Sache angezeigt, und zwar die Software. Und die gefällt mir mittlerweile echt gut. Das, was Samsung in den letzten Jahren aus TouchWiz gemacht hat, ist einfach gut. Die UI sieht schön aus, buggt nicht wirklich viel rum, ja, bei Samsung muss man das erwähnen. Und was mir mit am besten gefallen hat, war, dass sich das System an diese großen Displays angepasst hat und wichtige Knöpfe beispielsweise in den Einstellungen einfach etwas weiter nach unten zieht. Auch haben wir noch ein FM-Radio, ja, das hat mich auch gewundert, und eine echt nutzbare Performance. Und zwar beginnt mit dem Entsperren. Der In-Display-Fingerabdrucksensor reagiert nämlich genauso wie die Gesichtsentsperrung durch die Frontkamera recht zügig, sitzt aber für meinen Geschmack etwas zu weit unten und ist deshalb auch nicht 100% perfekt zu erreichen. Hat man das Handy aber auch entsperrt, merkt man, dass die Alltagsperformance echt gut ist. Der Exynos 9611 mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher liefert für den Preis nämlich recht gut ab. Meistens läuft alles flüssig und Ruckler findet man selten. App starten und schließen echt schnell und das Spielen von 2D oder auch 3D Games ist eigentlich gar kein Problem. Man merkt aber, dass man hier kein High-End-Smartphone hat, denn manchmal muss man eben mal etwas auf eine Funktion warten und auch die Animationen machen manchmal ein paar kleine Frame-Drops. Ein wirkliches Problem ist das aber vor allem für diesen Preis echt nicht. Ganz groß abgeliefert hat Samsung aber bei der Kamera, denn auch wenn mir das Gehäuse persönlich nicht so gut gefällt, gefallen mir die Fotos doch umso mehr. Die Bilder sind meistens echt scharf, der Autofokus funktioniert in 9 von 10 Fällen recht gut, hier mal ein kleines Gegenbeispiel, und auch die Videoqualität mit 4K und 30 FPS inklusive Stabilisierung kann sich echt sehen lassen. Was mich aber extremst überrascht hat, ist die Qualität der Weitwinkelcam, denn gefühlt sind deren Bilder nochmal deutlich besser als die der Hauptkamera. Ich weiß echt nicht wieso, aber von den Farben, der Dynamik und so weiter gefallen mir die Fotos einfach besser. Kommen wir zum letzten Punkt, und zwar dem Akku. Und ja, der geht so. Mit 4000 mAh kommt man mit ungefähr 4 bis 6 Stunden Screen-On-Time schon über einen Tag und allgemein geht die Akkulaufzeit schon in Ordnung. Wirklich besonders ist der Akku echt nicht, aber nutzbar. Fürs Laden gilt übrigens dasselbe, denn mit dem beigelegten Nester ist die Faustregel ungefähr, dass man 1% pro Minute lädt, womit man bei etwas über 1,5 Stunden fürs Vollladen ist. Auch hier wieder nichts Besonderes, aber ganz okay. Aber ja, das ist es nun, das Samsung Galaxy A51. Und bin ich der Meinung, dass dieses Handy für eben nur 230 Euro ein wirklich gutes Smartphone von Samsung ist? Ja, das bin ich. Denn man hat hier eben wirklich ein S20-like aussehendes Handy, was nicht nur eine gute Kamera und auch eine vernünftige Akkulaufzeit hat, sondern sie auch einfach Spaß macht beim Benutzen. Und genau das ist für mich auch eigentlich das Wichtigste, was ein Smartphone können muss. Es muss beim Benutzen Spaß machen. Und genau das liefert das Samsung Galaxy A51 eben einfach perfekt. Weswegen ich auch hier mal eine Kaufempfehlung aussprechen kann, denn wenn ihr für ungefähr 230 Euro ein Samsung sucht, ist das hier das Ding eurer Wahl. Aber ja, das war's auch jetzt mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao!